Hallo und herzlich willkommen zu den Breaking News am 21.03.2022. Ja, heute ist Montag und es geht eigentlich schon fast genauso weiter, wie es letzte Woche aufgehört hat. Am Samstag endete der Flash Sale und ja, Sensi haut die Woche einfach nochmal einen drauf. Es ist fast wie in der Vorweihnachtszeit, ich komme kaum hinterher. Das Alte zu verarbeiten, kommt schon wieder das Neue auf uns zu. Aber bevor ich anfange, möchte ich mich bei euch auch im Namen von Manuel ganz, ganz herzlich bedanken für eure Bestellungen und für eure Unterstützung. Also uns bleibt nur eins, Danke zu sagen, denn das war wirklich der Oberhammer, was abging. Einige von euch haben sogar 3-4 Mal bestellt, weil sie dann immer wieder was gefunden haben, was ihnen gefallen hat. Aber ich muss auch sagen, die Preise waren wirklich unschlagbar und ja, von Herzen danke auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu den jetzigen Angeboten, denn heute geht es schon wieder genauso rund. Seit heute früh um 8 Uhr, also seit Montag früh um 8 Uhr, ist eine neue Aktion online und zwar geht es um die Sinne beleben Woche. Es geht nur um Verbrauchsprodukte und das Besondere daran ist, es geht um Produkte, die aktuell im Sortiment drin sind. Und um was für Produkte es geht, das blende ich euch jetzt hier mal ein. Und zwar geht es um unterschiedliche Produktpakete aus den unterschiedlichen Duftbereichen sozusagen. Die ganze Aktion geht bis Samstag, 26.03. um 7.56 Uhr, also ihr habt ein paar Tage Zeit. Aber ihr sollt auch wissen, dass es so ist, dass Sensi nur ein gewisses Kontingent von den unterschiedlichen Düften hat. Also wenn da einer von diesem Kontingent erschöpft ist, dann fällt der raus und ist aber dann auch wieder regulär zum regulären Preis und halt auch für die regulären Sechserpacks zur Verfügung. Also Sensi hat sich da so ein Oberlimit gesetzt und ab diesem Limit ist dann quasi der Duft wieder nur zum regulären Preis verfügbar. Aber ja, ich denke, wer das Video jetzt sieht und dann auch gleich Feuer und Flamme ist und unbedingt sparen möchte, der sollte jetzt gut zuhören. Denn das erste Paket ist ein 10er-Paket von Sensi-Düften. Und dieses 10er-Paket von aktuellen Bars aus der jetzigen Kollektion im Katalog kostet 64 Euro. Also sage und schreibe kostet ein Bar 6,40 Euro, statt, wie er normalerweise einzeln kosten würde, 8,50 Euro. Also 120 Stunden Duft für 6,40 Euro. Das ist echt der Oberknaller. Ich habe, als ich das alles abgetippt habe, und es euch hier, um das euch in diesem Bild hier zur Verfügung zu stellen, damit ihr das genau angucken könnt, habe ich echt bei manchen Sachen dreimal hingeschaut, weil ich mir gedacht habe, was, das kann ja überhaupt gar nicht möglich sein, aber es ist möglich. Ich habe es wirklich mehrfach überprüft und auch auf der Seite nachgeschaut und die Preise stimmen wirklich. Also ihr geht dann einfach über den Link unten in der Infobox auf unsere Seite und bestellt die Produkte. Wie gesagt, bis zum kommenden Samstag, 26.03. ist es möglich, solange der Vorrat reicht. Und ja, ich kann es euch immer wieder nur ans Herz legen, legt euch bitte einen Partylink an. Ich habe es jetzt das letzte Wochenende wieder festgestellt. Es haben so viele ohne Partylink bestellt. Und es ist einfach schade, wenn diese Euros verschütt gehen. Also wenn da sich keiner was dafür aussuchen kann. Und manche haben wirklich für 300 Euro über die Zeit hinweg bestellt, über das Wochenende hinweg. Und da denke ich mir auch, Mensch, das ist so schade. Aber ich kann es halt einfach nicht mehr als sagen, dass ihr euch einen Partylink machen lassen sollt. Also das erste Paket ist einfach das für 64 Euro 10 Düfte. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Kauft mit einer Freundin zusammen jeder 5 Düfte. Und wenn ihr Sensi noch überhaupt nicht kennt, ist es auch ein super Angebot. Kauft euch noch eine Duftlampe dazu, denn in diesem Angebot sind die Düfte auf jeden Fall günstiger, als wenn ihr euch jetzt zum Beispiel ein Sensi-System bestellt, also quasi eine Duftlampe mit 3 Düften. Ist es auf jeden Fall wesentlich besser. Gut, Set Nummer 1, 10 Düfte aus der aktuellen Kollektion, was natürlich nicht dabei ist, das sind lizenzierte Düfte wie Disney, Star Wars und sowas in der Richtung. Die könnt ihr nicht aussuchen, sondern nur die Düfte aus dem aktuellen
regulären Sensi-Sortiment. So, und das nächste Paket sind 5x Sensi-Pots. Ich habe jetzt nur 2 da. Also 5 Stück an der Zahl. Und die kosten 57 Euro. Es kommt also ein Pack auf 11,40 Euro anstatt 14,25 Euro. Sensi-Pots liebe ich halt jetzt auch im Sommer im Auto. Der Sensi-Go ist dabei oder halt eben der Mini-Duftventilator. Oder ich mag sie auch gerne hier in der Steckdose. Also das ist wirklich etwas, was ich euch empfehlen kann, mal auszuprobieren. Die Sensi-Pots. Gut, dann geht's weiter mit den Kaba-Clips. Da habe ich jetzt leider keine ganze Packung da. Ich habe hier nur eine halbe Packung da. Einen habe ich da schon verbraucht. Und wie ihr seht, es sind immer 2 von diesen Kaba-Clips. Da ist dann auch immer dieser Clipsy dabei, den ihr dann an die Lüftung direkt hin machen könnt. Also das steckt man da rein. Das kommt hier hinten rein. Und dann ist hier dieser Clip, den ihr dann direkt an diese Lüftungsschlitze hin machen könnt. Genau, habt ihr also 2 Portionen. Also es sollten 2x 30 Tage sein. Und 5 Kaba-Clips kosten sage und schreibe 35 Euro. Und da kommt ein Doppelpack dann auf 7 Euro. Also wenn man das jetzt umrechnet, wenn man jetzt sagt, okay, das hält einen Monat. Manche Kunden sagen, das hält sogar länger, das hält 2-3 Monate. Ich habe da so lang was davon im Auto. Ich selber bin kein Fan davon, aber ich weiß, es gibt welche von euch da draußen, die diese Teile lieben. Ich nehme halt dann lieber einen Sensi-Pot oder halt eben ein Sandpack mit ins Auto. Das gefällt mir persönlich besser. Aber wie gesagt, wir haben unterschiedliche Produkte für die unterschiedlichen Geschmäcker. Und wenn ich jetzt rechne, ich habe 5 Packungen und damit komme ich 10 Monate aus mit 35 Euro. Denn eine Doppelpackung kostet 7 Euro anstatt 12,75 Euro. Also wir sparen hier bei dieser Packung 5,75 Euro. Und das ist pro Packung, also wirklich pro Packung, sparen wir hier 5,75 Euro. Und das war auch eins der Produkte, wo ich mir dachte, oh mein Gott, die haben sich doch verrechnet. Nein, aber es stimmt, 7 Euro der Doppelpack. Und als nächstes haben wir dann gleich die Carbars, also 5 Stück von den Carbars für 28 Euro. Und da kommt einer auf 5,60 Euro. Ja, das gleiche Prinzip, nur dass man sie halt eben an den Spiegel hinhängen kann, weil die da halt so ein kleines Bändchen dabei haben, wo man sie dann aufhängen kann und sollte auch 30 Tage lang duften. Als nächstes haben wir dann die Sense Circle, auch nicht eins meiner Lieblingsprodukte, aber ihr kauft sie auch sehr gerne und ihr seid auch total begeistert davon und da kosten jetzt 10 Stück 28 Euro, also sprich, ihr zahlt für einen Scent Circle 2,80 Euro. Ja, die Scent Circles sind eigentlich so da, die riechen 10 bis 14 Tage, aber manche sagen auch, sie haben da wesentlich länger was davon. Wie gesagt, ich bin netter Fan davon, ich mag dann lieber das letzte Produktpaket, den Duft gibt es jetzt zwar nicht mehr, aber ich habe jetzt leider auf die Schnelle keinen anderen gefunden. Aber unser letztes Paket ist ein Paket mit 5 Sandpacks für 42 Euro. Und da kostet eine Packung 8,40 Euro statt 10 Euro im Einzelkauf. Also spart er da auch 1,60 Euro. Und ich mag die sehr gerne, weil ich finde, die halten länger als die versprochenen 30 Tage. Wir haben die auch bei uns im Kleiderschrank drin. Wo haben wir sie noch drin? Im Schuhschrank. Ich habe auch einen Sensi-Rucksack, wenn ich den dabei habe. Ist da auch immer ein Sandpack drin. Man kann es in Handtaschen reinschmeißen, in Sporttaschen, in Bädern kann man es auch aufhängen. Aber da empfehle ich mittlerweile lieber die Duftblume. Und selbst im Auto verwenden wir die hinten am Griff. Hängen wir die dahinter. Da ist immer so ein Nupsi dran. Und da hängen wir immer lieber einen Sandpack hin, als dass wir eins der anderen Produkte nehmen, die auch fürs Auto quasi geeignet sind. Also das ist jetzt nicht so unser Favorit. Wir sagen halt immer, leg lieber noch einen Euro drauf oder so. Oder einen Euro 50 normalerweise. Und dann hast du was, das hält dir wesentlich länger. Auch in den Buddies. Man kann sich zum Beispiel auch ein Buddy ins Auto reinsetzen und das duftet dann eben auch schön. Und man sieht dann gar nicht, wo das Sandpack quasi
verstaut ist. Genau. Das sind jetzt die Angebote, die bis zum 26.03. um 7.59 Uhr gehen. Und dann gibt es noch andere Produkte, die heute um 20 Uhr erscheinen, die ich euch jetzt zeigen werde. Eins der Produkte, die heute Abend erscheinen, sind neue Düfte an Textilerfrischern. Ich habe jetzt leider keinen da, aber die Flasche ist genauso groß wie die vom Counter Clean. Und da sind auch 473 Milliliter drinnen. Und die gibt es in drei schönen, fruchtigen, sommerlichen Düften. Ich kann euch den Textilerfrischer empfehlen, um das Bett einfach mal ein bisschen aufzufrischen. Oder die Vorhänge oder die Couch. Also, oder auch im Auto, wo auch immer ihr euch das vorstellen könnt. Halt, das ist überwiegend, naja, Textilerfrischer bedeutet ja, es ist für Textilien geeignet und man könnte es im Endeffekt eigentlich auch immer so ein bisschen, ja, wenn man jetzt eine dunkle Jacke hat oder irgendwie sowas, da könnte man das auch drauf sprühen. Und die drei Düfte, die erscheinen, das ist zum ersten Hibiskus Pineapple, Hibiskus, Ananas und ein Hauch süßer Mandarine erzählen eine zauberhafte, tropische Geschichte. Und dann gibt es noch einen zweiten Duft, den es auch als Bar gibt. Oh Snap Dragon nennt sich der. Exotische Blutorange und prickelnde rosa Ananas werden von leidenschaftlichem Löwenmäulchen unterstrichen. Also der hat eher so die, auch eine fruchtige Note. Also es sind drei fruchtige Düfte, so wie es aussieht. Und dann haben wir noch zu guter Letzt einen Bestseller-Duft und zwar Watermelon Tangerine. Und ich glaube, den werde ich mir mitbestellen. Süße Wassermelone mit saftiger Mandarine, angereichert mit taufrischen grünen Blättern. Das ist so ein richtiger, schöner, frischer, melonischer Duft und der ist wirklich total angenehm. Und den kann ich mir von den dreien, ehrlich gesagt, am besten vorstellen, ihn jetzt im Sommer dann, also, naja, jetzt kommt erstmal der Frühling, ne, und dann halt eben im Sommer als Textilerfrischer zu verwenden. Ja, und dann erscheint heute auch noch ein neuer Buddy und der nennt sich Cozy, der Koala. Und da möchte ich euch mal kurz vorlesen, was Sensi da dazu schreibt. Und zwar, ein knuddeliger neuer Sensi-Buddy möchte sich an ihr Herz klammern. Der von unserem zarten Duftmuster Cozy Cardigan inspirierte Cozy der Koala ist umwerfend süß und kuschelig. Mit seiner niedlichen, abnehmbaren Strickjacke, also die kann er auch ausziehen, total goldig, ist er das perfekte Geschenk zur Babyparty oder für den Osterkorb. Genau. Ja, Cozy ist natürlich auch nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Und die Dame dürfte euch dann auch sehr gerne als mit einem Sandpack aussuchen. Also der wird da immer mit dazu geliefert. Und zu guter Letzt kommt noch ein Buddy, passend zu dem Film Red, der jetzt erst vor kurzem ins Kino kam. Oder ich glaube, auf Disney Plus ist er auch sogar schon, habe ich mal sagen lassen. Ja, also zu einem neuen Film kommt direkt das neue Produkt und das finde ich auch total cool. Die Bilder findet ihr unter Community auf dem YouTube-Kanal und ansonsten halt auch auf Facebook und Instagram poste ich euch die Bilder dazu. Und der Buddy Red Panda Mai, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, hat natürlich auch den exklusiven Sandpack dabei. Und dieser Duft des Sandpacks kommt natürlich auch als Bar. Und da möchte ich euch jetzt gern mal die Duftbeschreibung dazu vorlesen. Der Duft heißt Turning Red und der ist eine Mischung aus leuchtendem Granatapfel, saftiger Kirsche, Zuckerrohr und einem Spritzer lebhafter Orange. Also auf den bin ich total gespannt, den werde ich mir heute auf jeden Fall mitbestellen, weil sich der richtig interessant anhört. Granatapfel hat so eine Säure, Kirsche, ja, wenn das die Kirsche ist aus Simply Black Cherry, dann ist das echt eine tolle Mischung. Zuckerrohr bringt so eine leicht herbe Süße mit in den Duft rein. Und dann haben wir noch als letztes Orange. Orange geht bei mir immer. Und auf den Duft freue ich mich total und ich hoffe, der riecht auch so, wie er beschrieben ist. So, das war es jetzt dann auch schon von mir. War ein relativ langes Video für ein Breaking News Videos, aber es gab ja auch schon wieder ganz viele tolle Neuigkeiten. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mal gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da und drückt auf die Glocke, damit ihr
immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von uns online kommt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns dann schon bald wieder in einem unserer nächsten Videos. Ciao!